Genau 3 Monate steht es jetzt, das Impfzentrum Ulm. Im IZU sind seit Impfstart Ende Dezember 2020 mittlerweile über 100.000 Impfungen verabreicht worden. Das könnte natürlich mehr sein, ist insgesamt aber trotzdem auch ein Ulmer Erfolg, denn das IZU war das Pilotprojekt für alle Impfzentren in Baden-Württemberg. Unter den vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen ein großer Dank gilt, ist auch die Ulmer Stadträtin Eva-Maria Glate-Braun. Sie arbeitet sonst hauptsächlich im Kulturbereich, der hat aber, wie wir wissen, zu. Deshalb arbeitet auch sie jetzt im Impfzentrum, um aktiv ihren Teil zur Pandemiebekämpfung zu leisten. Frau Glate-Braun, wie ist denn die Arbeit in einem Impfzentrum? Das ist total super, es macht wirklich Spaß und es ist auch wichtig. Wir alle wollen, dass wir wieder einen tollen Sommer erleben können, dass wir Kunst und Kultur erleben können, wieder Sport treiben können und dafür muss man was tun und deshalb arbeite ich hier. Und was können Sie zum Arbeitsklima allgemein sagen? Super Arbeitsklima, es läuft hervorragend. Was ich hier ganz einfach merke, dass auch die Leute aus Sachen, also wenn die merken, dass irgendwas nicht so glatt läuft, dass dann sofort eine Lösung gefunden wird. Und das finde ich einfach super und dass die dran sind und deshalb macht es auch Spaß. Was sagen Sie denn als Stadträtin zum Ulmer Impfzentrum? Es ist super, dass wir das Impfzentrum hier in Ulm haben, dass wir in Ulm als Stadt wirklich aktiv was zur Pandemiebekämpfung beitragen. Da sollten wir wirklich weitermachen und Ulm ist in diesem Punkt richtig vorne dran, sowohl hier mit dem Impfen als auch mit den mobilen Impfteams, denn gerade die mobilen Impfteams, die leisten auch eine hervorragende Arbeit. Vielen Dank, Eva-Maria Glate-Braun, Ulmer Stadträtin und Kulturschaffende, jetzt Mitarbeiterin im Impfzentrum Ulm. Hoffen wir, dass der Catch-up-Effekt, von dem der Gesundheitsminister spricht, bald Wirklichkeit wird und dass IZU seine Kapazitäten dann auch ausschöpfen kann. Ich bin Paolo Percocco, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM, einfach gut informiert.